Am Mittwoch war die Fed viel hawkischer, als die Märkte erwartet hatten. Am Donnerstag begann man dann das Ganze einzupreisen. Am Donnerstag dann preiste man die ganze Geschichte vor allem auch deswegen ein, weil die zweitgrößte Notenbank der westlichen Welt, die EZB, noch viel hawkischer war als erwartet. Vor allem die Pressekonferenz von Madame Lagarde, das war so ziemlich das Krasseste, was die Französin bisher abgeliefert hat als Notenbankchefin. Und das hat natürlich die Märkte dann komplett auf den falschen Fuß erwischt. Denn wir sehen an allen Fronten, dass die Wirtschaft sich abkühlt, dass wir vor einer Rezession stehen. Und die Notenbanken sagen, aber wir werden die Zinsen weiter anheben wegen der Inflation. Das ist natürlich eine giftige Kombination für Risikoassets wie Aktien. Dementsprechend ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Jahr diese Jahresendrallye abgesagt ist. Und die Frage stellt sich, ist das Zufall, dass am Mittwoch die Fed hawkischer war als erwartet, am Donnerstag die EZB dreimal hawkischer war, als die größten Pessimisten erwartet hatten mit den Aussagen von Lagarde, man werde mehrfach die Zinsen noch um 0,5% anheben. Mein Kollege, der André Stacke, vermutet, ja, da gibt es Absprachen, das wird man natürlich nicht beweisen, belegen können, aber eins ist doch klar, die Herrschaften sind in Kontakt und sie stimmen ihre Geldpolitik teilweise miteinander ab, weil sie wissen, dass die Dinge miteinander zusammenhängen. Und das Ganze trifft jetzt auf eine Situation, wo viele Investoren einfach auf Jahresendrally programmiert waren. Das Jahr lief ohnehin schon schlecht, die massiven Verluste bei Anleihen, die Verluste bei Aktien. Also war man gierig, war man auf FOMO unterwegs, Fear of Missing Out. Ja, jetzt kommt die Jahresendrally, da können wir noch mal ein bisschen was gut machen. Da gehen wir gehebelt in diese Geschichte rein und so schnappte sich die Maus diesen Käse und dann, wie in dieser Karikatur von Hedgeye zu sehen, schnappte die Falle zu und der Schmerz ist groß. Wird er noch größer? Das werden wir sehen. Warum aber haben die Notenbanken das gemacht? Nun, wir sehen, dass in der oberen Grafik die Financial Conditions seit Anfang November auseinanderdriften. Da gehen die Fed Rate Hike Expectations, respektive die Terminal Rate dessen, was die Fed annonciert, geht weiter nach oben, aber die Finanzkonditionen wurden immer laxer, weil eben die Aktienmärkte eine Rallye zauberten, die Anleihemärkte mit fallenden Renditen reagierten und Richard Clary, da hat in Reaktion auf das, was die Fed am Mittwoch, was Paul am Mittwoch gesagt hat, klar gemacht, wenn die Finanzkonditionen sich weiter aufweichen, dann muss die Fed die Zinsen noch weiter anheben. Also versuchte man, weil man natürlich weiß seitens der Notenbanken, je höher wir die Zinsen schrauben, umso schlechter für die Wirtschaft, versuchen wir doch erstmal die Aktienmärkte zu erschrecken, indem wir ihnen sagen, nö, nix Zinssenkung in 23, nö, wir werden die Zinsen weiter anheben, in der Hoffnung, dass eben diese Aktienmärkte auch fallen. Don't fight the Fed war das Mantra der Bullen. Jetzt heißt es auch noch, don't fight the ECB, auch wenn die natürlich auf verlorenen Posten steht, dazu gleich mehr, aber es ist schon ein hawkischer Tsunami, könnte man sagen, der da über die Märkte weggefegt ist und das in dieser besinnlichen Weihnachtsrallye-Erwartung, die hier sich gebildet hatte an den Märkten. Hier sehen wir nochmal in diesem Tweet, den ich heute Morgen schon gezeigt hatte, eben diesen Zusammenhang, je stärker die Märkte dann mit einer Bärenmarkt-Rallye reagieren, umso mehr hauen die Notenbanker drauf, vor allem die Fed. Wir erinnern uns im August an die Rallye zwischen Juni und August, als dann Paul gesagt hat, so Schluss jetzt, Rede in Jackson Hole, kurz bevor er sie gehalten hat, nochmal geändert, nochmal hawkischer gemacht, damit die Aktienmärkte die Message kapieren. Dann haben sie es kapiert, dann ging es runter bis Mitte Oktober, dann wieder diese saftige Rallye und jetzt sozusagen der nächste Schlag auf die Finger der allzu frechen Märkte, die hier eben die Fed herausfordern. Aber auch die Fed neben der EZB ist einer schwierigen Situation, denn Paul hat im Grunde nur zwei Möglichkeiten, wie Sven Hendrik hier zeigt. Entweder du bringst die Wirtschaft in echte Schwierigkeiten. Da hat er eigentlich gesagt am 30. November bei seiner Rede bei Brookings, nee, das will ich, wir wollen nicht die Wirtschaft crashen. Hat er also eigentlich ausgeschlossen, die Märkte daraufhin ja massiv gestiegen, der Nasdaq über 4% gestiegen an diesem Tag. Oder
Zweite Option, er wird dann doch umsteuern, wird die Zinsen oder die Fed wird die Zinsen dann in 2023 senken. Aber auch da hat er gesagt, nö, werde ich nicht machen. Er ist also in einem unlösbaren Widerspruch. Ich will die Wirtschaft nicht crashen und ich werde die Zinsen nicht senken. Das wird nicht gehen. Eins von beiden muss kommen. Dementsprechend ist das eine sehr schöne dialektische, unauflösbare Situation, könnte man sagen. Und Paul fürchtet wahrscheinlich denselben Fehler zu machen wie in den 1970er Jahren, als man zu früh, in der Rückschau zu früh eben dann die Zinsen wieder zurücknahm, runternahm. Jetzt macht Paul wahrscheinlich einen anderen Fehler. Er wird nicht die Zinsen zu früh senken, sondern er wird die Wirtschaft eben praktisch deutlich in die Rezession schicken. Aber this will work, trust me, das wird schon funktionieren. Und schauen wir uns mal die Anzeichen an, wie es mit dieser Wirtschaft eigentlich aussieht. Wir haben jetzt die Kreditkartenschulden massiv gestiegen in letzter Zeit auf $1 Billion in den USA, weil die Amerikaner die gestiegene Inflation durch neue Schulden mit ihrer Kreditkarte versuchen zu kompensieren. Wir haben die Nachfrage nach Immobilien so niedrig wie seit 1997 nicht mehr. Die Amerikaner haben 7 Billionen an Vermögen verloren dieses Jahr. Der Hausmarkt ist so schwach wie seit 2011 nicht mehr. Dementsprechend sagt Lance Roberts, ja, History suggests, dass da mehr Downside-Risiko ist für die Märkte, wenn eben eine Rezession kommt. Klar, wenn eine Rezession kommt, kaufen die Leute weniger. Die Firmen verdienen weniger. Logischer Zusammenhang braucht man nicht erklären. Und dafür sind die Bewertungen immer noch sehr, sehr hoch, auch wenn wir jetzt ein paar Prozentchen von dem Verlaufshoch vor ein paar Tagen verloren haben. Die Bewertungen sind für eine Rezession schlichtweg noch zu hoch. Das ist die unschöne Situation und die Rezession rückt immer näher. Wir haben heute die Einkaufsmanager-Indizes gehabt aus den USA. Weiter nach unten fallend. Das ist eine klare Schrumpfung, die die Einkaufsmanager, die als so eine Art Frühindikator gelten, hier anzeigen. Dementsprechend ist es wohl nur eine Frage der Zeit. Und dann wird es natürlich auch eine Frage der Zeit sein, bis die Notenbanken zurückrudern, wenn die Sache wirklich unhübsch wird. Hannes Zipfel nennt das die Zinsschraube nach fest kommt ab. Ein Handwerker-Sprichwort, also man schraubt oder man übt so viel Druck auf die Schraube aus durch festes Anziehen, bis da irgendwas bricht. Und das dürfte auch passieren. Bank of America's Michael Hartnett hat das nochmal klar gemacht. Also die Zinsanhebungen durch die EZB, durch die Fed, das ist schon sehr, sehr gewaltig. Und die Notenbanken werden dann umsteuern, vor allem die Fed wird dann umsteuern, wenn am Arbeitsmarkt wirklich die Dinge sich ganz schlecht entwickeln. Gleichwohl stellt sich die Fed noch hin in Gestalt des New York Fed-Chef Williams, der sagt, also wir sind nicht in einer Rezession und ich sehe auch nicht, dass wir in eine Rezession fallen. Und es sei möglich, dass wir die Zinsen doch noch höher anheben müssten, als eigentlich von uns zunächst gedacht. Wir sehen dann solche Anzeichen, Goldman Sachs, die heute 4.000 oder heute bekannt gegeben haben, 4.000 Mitarbeiter zu entlassen. Und das zeigt also, wie weit die Fed vielleicht in ihrer Einschätzung von der ökonomischen Realität derzeit entfernt ist. Oder sie weiß das, will es aber nicht sagen, weil sie eben die Märkte erschrecken will, weil sie sagen will, wir halten hier fest an unserer Zinspolitik. Sie weiß vielleicht genau, dass das Ganze nicht gut ausgehen kann. Schauen wir uns mal die Projektionen der Fed von vor einem Jahr an, Dezember 2021. Also da hat man gedacht, okay, die Zinsen liegen unter 1%, so hat die Fed damals gesagt, und Wachstum wird 4% sein. In den neuen Projektionen jetzt von Mittwoch hat die Fed gesagt, okay, jetzt haben wir die Zinsen bei 4,25 bis 4,5% und man erwartet für 2022 ein Wachstum von 0,5%. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Dieser Widerspruch müsste eigentlich auch den Notenbankern auffallen. Und hier sehen wir mal einen Chartvergleich. Ich hoffe, Sie können das erkennen zwischen 1973 und 1974 und der Situation heute. Vielleicht ist dieser Vergleich viel besser und viel angebrachter als die Geschichte 2008, als wir ja eine Immobilienblase hatten. Das haben wir in den USA jetzt auch, in Europa sowieso. Damals dann die Pleite von Lehman, die diesen massiven Schock dann in der Finanzkrise sich hat entladen lassen. Damals aber, 73, 74, hatten wir Stagflation, also eine ähnliche Situation wie heute.
hohe Inflation bei gleichzeitig schwacher Wirtschaft. Und was damals der Yom Kippur-Krieg war und die Auswirkungen mit Energieknappheit, Ölembargo, ist heute der Ukraine-Krieg mit Energiekrise, zu wenig Gas. Gleichzeitig das Umsteuern auf Erneuerbare in der Hoffnung, wird schon irgendwie funktionieren, wird aber nicht funktionieren. Und möglicherweise haben wir dann eben auch einen strukturell ähnlichen Chartverlauf wie 1973, 1974. Und erst das Umsteuern dann der Notenbank, wenn diese Arbeitslosigkeit massiv steigt. Und hier nochmal diesen Tweet zitierend: Vielleicht sind wir in einem Bärenmarkt, und viele glauben eben, dass dieser Bärenmarkt vorbei ist und gehen dann nochmal in den Markt. Das ist sozusagen die gefährlichste Phase, wenn die Leute glauben und immer wieder sagen, ja, dieser Bärenmarkt ist vorbei. Wir werden sehen, was jetzt kommt. Aber zunächst mal ist die Ausgangssituation für die Aktienmärkte und für diese Jahresendrallye ziemlich ungünstig, denn wie gesagt, es ist ein hawkischer Tsunami durch die Notenbanken. Auf der einen Seite gleichzeitig die Abschwächung der Wirtschaft. Das kann eigentlich jetzt nicht so super positiv sein für vor allem an der Wall Street sehr hoch bewertete Aktien. Hier mal ein anderes Szenario. Wir hatten jetzt so ein bisschen Bärenpornografie, jetzt vielleicht mehr hier charttechnisch begründbar. Hier sehen wir, dass wenn wir an den unteren Trendkanal nochmal ranlaufen, dass wir etwa bei 3200 Punkten, dann wäre das 61,8er Retracement Fibonacci seit dem Hoch, das wir im Januar diesen Jahres gesehen haben. Auch das eine durchaus realistische Option, wie ich finde. Option ist das Stichwort. Wir haben heute ja den großen Verfall, vor allem von Optionen, aber auch Futures im Volumen von 4 Billionen Dollar, größter ever, den wir gesehen haben bisher in der Geschichte der Wall Street. Und hier sagt Goldman Sachs, glaube ich, war es, okay, wir haben jetzt natürlich eine massive Fehlpositionierung von vielen institutionellen Playern am Markt, denn die haben gedacht, wow, die Geschichte bricht nach oben aus. Erinnern Sie sich, S&P 500 über 4100 Punkten auf Future-Basis nach den niedriger als erwarteten Inflationszahlen am Dienstag in den USA. Und jetzt haben wir ein massiv negatives Delta. Das heißt, die Market Maker müssen sich abhatchen. Und negatives Delta ist auch ein gutes Stichwort für meine zweitbeste Freundin Cathie Wood, die jetzt ein neues TikTok-Video aufgenommen hat, wo sie sagt, also das ist die größte Investmentchance ever, die wir jemals gesehen haben. Und sie versucht wieder ihre Propaganda zu wiederholen, warum das, was sie da kauft, also unbedingt die Zukunft gehört. Am Mittwoch hatte sie dann noch Tesla und Coinbase gekauft. Das war eine Spitzenidee. Tesla heute 4,5% im Minus, Coinbase 8% im Minus. Sie greift ins fallende Messer. Und hier schauen wir uns mal diesen Chart an, das ist der Chart von ARK Innovation, und hier sehen wir, wir sind jetzt genau an dem Tiefpunkt Ende März 2020 beim ARK Innovation in diesem Chart von Capital.com, also als praktisch der Corona-Crash auf seinem Tiefpunkt war, da war ARK Innovation genau da, wo wir jetzt wieder sind. Möglich, dass wir jetzt einen technischen Rebound sehen, ein bisschen was nach oben geht, aber schauen Sie mal, wir waren fast bei 160 beim ARK Innovation, sind jetzt bei 32 und ein paar zerquetschten, das ist schon bitter und zeigt, wie hier diese Fehlprogrammierung durch die ultralaxe Geld Politik offenkundig nicht zur Erkenntnis führt. Cathie Wood macht einfach weiter, kauft weiter, und irgendwann fliegt sie aus der Kurve. Die dürfte das erste Opfer sein, vielleicht neben meinem auch sehr guten Freund Elon Musk. Kommen wir nach Deutschland, meine Damen und Herren. Netzagenturchef Müller, der muss ein bisschen auf die Grünen Rücksicht nehmen. Der hat sich ja gestern beklagt, oh, wir haben jetzt wieder viel Gas verstromen müssen, und das liegt natürlich daran, warum muss man Gas verstromen? Subtext dieser Aussage ist, weil die Erneuerbaren derzeit nicht funktionieren. Simple as it is, aber das wird natürlich nicht offen gesagt, zeigt aber so ein bisschen das Dilemma, in dem wir hier in Deutschland sind. Und Dilemma ist auch ein gutes Stichwort für die EZB. Jetzt sagen Insider, also die EZB wird mindestens dreimal noch die Zinsen um 0,5% anheben. Jetzt sehen wir, dass viele Banken schon jetzt wieder viel mehr Geld bei der EZB parken, denn sie kriegen da dann wieder ein bisschen Zinsen, besser als nichts. Vor kurzem mussten sie noch Strafzinsen zahlen, jetzt kriegen sie wieder Zinsen, aber
Auf der anderen Seite wächst natürlich der Unmut über diese Zinsanhebungspläne der EZB. Italienische Politiker bis in höchste Regierungskreise schimpfen auf die EZB und sagen, das geht ja gar nicht aus nachvollziehbaren Gründen, denn die Schulden Italiens werden dadurch deutlich weniger tragfähig. Wir sehen jetzt, dass die Peripherie-Renditen, also Anleiherenditen Italiens, Portugals, Griechenlands etc. nach oben schießen, und genau das ist ja das, was die EZB eigentlich nicht will, und wahrscheinlich muss sie das irgendwie wieder versuchen zu reparieren. Auch das ein unglaubliches Dilemma, was hier der Fall ist. Und hier habe ich einen Artikel geschrieben, ich will Ihnen erstmal diesen Artikel empfehlen. Schauen Sie mal, was die italienische Politik dazu sagt, was die EZB macht, hochgradig amüsant. Und dann ein Artikel von mir, warum Christine Lagarde gestern die Märkte geschockt hat. Da sind einige Motive erkennbar, warum das Ganze passiert ist. Zweite Artikelempfehlung. Dritte Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Die Eurokrise ist vorprogrammiert. Ein Artikel von Hannes Zipfel. Die EZB will den Bilanzabbau beschleunigen, aber das kann nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Es ist der nächste Fehler in der Fehlerkette, die die EZB gemacht hat. Ein Folgefehler gewissermaßen, nachdem man die Inflation viel zu lange negiert, ignoriert hat. Das ist die dritte Empfehlung. Und dann abschließend und last call nochmal der Hinweis auf das Interview mit Thomas Mittelhoff. Wenn Sie am Wochenende Zeit haben, ich packe Ihnen den Link unten rein. Es ist sehenswert, wie ich finde, in jeder Hinsicht. Das ist Substanz, das geht über Finanzmärkte hinaus, das geht um das Leben, und das ist ja doch einiges, wie ich finde. Also, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag in alter Frische. Servus und ciao.